Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Escape Plan. Ja, ich weiß, letzte Folge sind wir angelangt. Ich entschuldige mich nochmal für die schlechte Soundqualität. Ich weiß echt nicht, was da los war. Ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären. Naja, egal. Ich hoffe mal, dass es jetzt diese Aufnahme besser wird. Ansonsten kotze ich wirklich ab und muss mir mein Mikrofon wahrscheinlich noch früher kaufen, das Geld dann früher loswerden, was ich eigentlich vermeiden wollte, weil ich ja noch Geschenke kaufen muss für Weihnachten. Aber das interessiert euch ja sowieso nicht. Ne? Weil ihr alle so eine gemeine Leute seid. So. Hätten wir unseren kopulenten Freund schon mal weggemacht. Und gehen jetzt einfach mal hier so ruf. Ziehen das mal raus. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das hier so machen. Ich weiß nicht, ob der Sprung so gut wäre. Ziemlich einfach so. So. Super. Und dann. Einfach mal so. Ach Gott, ich habe gerade meine Zunge verbrannt beim Mittagessen. Ich sage euch, das ist ein wirklich wunderhübsches Gefühl. Und so die Zunge noch verbrannt hat und man überhaupt nichts mehr darauf so spürt. Das ist einfach wirklich schön. Das ist so, als wenn man irgendwie, keine Ahnung. Kennt ihr bestimmt alle. Habt ihr bestimmt schon mal so Heißhunger mäßig irgendwie heiße Sachen gegessen. Ich meine, ich bin ja nicht mal so hitzeempfindlich in meinem Mund, aber das war ja wirklich irgendwie den ganzen Tag nicht gegessen, hab mich schnell was zu Hause warm gemacht, konnte nichts nebenbei essen, weil ich ja gerade irgendwie sozusagen auf Diät bin. Ich fällt das Stück scheiße und ja, dementsprechend wollte ich dann halt auch nichts Fettiges so in mich reinstopfen, so Brötchen oder so ein Zeug, habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ich hätte eigentlich lieber Bock gehabt, irgendwie so schön irgendwie, weiß nicht, so Fisch. Mögt ihr Fisch? Ich mag Fisch richtig gerne so. Oder auch Garnelen und so, generell sowas. Eiweißhaltiges, so finde ich total klasse. So, Freundsche, du kommst jetzt auch mal rüber. Ey, kann schon wieder kaum erwarten. So, hätten wir das auch. Ey, zwei Sterne kommen, das war jetzt hier ein Durchlauf. Was soll denn die Bewertung? Verstehe ich ja gar nicht jetzt. Ah, diese ganzen. Na, warte. So, okay. Ah, oh Gott. Warum stirbt er ja jetzt auch? Wenn der Kleine, okay. Verstehe ich. Gefällt mir nicht, aber verstehe ich. Aber der Dicke? So. Dann bleibt die Beute mal hier drauf stehen. Dann machen wir das hier erstmal dicht. Fahren genüsslich mit dem Fahrstuhl nach unten und gehen gen Ausgang. Doch irgendwie gar nicht irgendwie nach Atomschutzbunker aus, da mit diesen Türen. Hat auch generell also so einen richtig sympathischen Eindruck auf mich, wie das hier so sein soll. Aber warte, Lil, du gehst mir mal schon mal hier hin. Und der Schätzkeks da oben, habe ich gesehen, hat auch so einen Schalter. Das heißt, wenn ich jetzt den Schalter drücke, wird wahrscheinlich die Tür aufgehen. Und er wird dann den Schalter drücken, damit die wieder zugeht. Höchstwahrscheinlich. Hol ihn nur aus. Bin ich ein Genie. Gut. Ach ja, muss ich ja dann bestimmt ausführen, genau. So.
kleinen Freund den Knopf hier drücken und Richtung Ausgang stolzieren, bevor das Ganze jetzt zu einer reinsten Gaskammer wird und wir elendig ersticken. Fataler Ventilator. Da klingt das schon mal gut. Du. Kumpel. Du gehst mal hier so hin, weil ich dich gerne hier zu stehen habe. Und den Ventilator, okay, können wir. Oh, ja, der hat ja noch unseren kleinen Freund das geregelt. Gut, dann nehmen wir mal unseren korpulenten Freund, gehen auch mal hin und. Ach, deswegen wahrscheinlich fataler Ventilator. Gut. Ja, ich kann. Man kann. Oh, ich bin doof. Dann kannst du ja sogar hier dran sehen, dass hier wahrscheinlich nicht nur einer gestorben ist. Naja. Gut. Aber hier machen wir es am besten. Einmal generell so drehen. Warum dreht er sich zurück? Bleib stehen. Oh. Ach nein, stopp. So, und jetzt. Komm. Nicht die Spitze in den Arsch. Nein! Super. Leute, ich geh mal lieber ein bisschen nach da. Man weiß ja bei diesem Spiel immer nie so wirklich, auf wie dumme Arten man hier wirklich sterben kann. Deswegen, lasse ich das mal lieber einfach. Jo. Schnitte. Ey, Schnitte, komm her. Klopp. Warum läufst du nicht? Ey, Schaf, lauf. So, das Schäfchen hätten wir gerettet. Lauf. So. Komm. So. Okay, und dann unseren Dicken auf den anderen. Dann kommen wir bestimmt an einen wunderschönen Ort. Da oben wahrscheinlich. Da müssen wir bestimmt mit unserem Kleinen hin und dann da oben noch drücken. Deswegen ist da bestimmt auch diese Propanbuddel. Nein! Blöde Schafe. Okay. Und Abflug! Ich bin ein Heißluftballon. So. Der Furzmarathon kann natürlich bestimmt auch gewinnen. So. Können wir jetzt einfach so. Ja. Dann sind die beiden jetzt wieder getrennt. Das heißt, wir spielen hier wahrscheinlich wieder nacheinander, oder? Oh. Musima-Wehrschau. Oh, ich bin, oh Gott. Ich war schon wieder so, grenzdebil und hab schon wieder keine Uhr gestellt. Also verzeiht mir, wenn wieder so ein blöder Cut kommt. Ich habe jetzt auch wirklich nur auf die Zeit geachtet, dass ich irgendwie wieder mein meisterhaftes Zeitgefühl verwenden könnte. Oh.
das Timing gefragt. Komm. Dieser Humor von diesem Spiel. Oh! Lil und Lark entdeckten etwas Erstaunliches. Nur was? Eine Rakete. Baupläne für eine Rakete. Sie wollten zum Mond. Zum Mars. Und damit willkommen bei Wolfensteins New Order. Nein, Spaß. Aber wo könnten sie hinwollen? Bestimmt irgendwo. Mond oder so bestimmt. Oder? Sieht sehr mondig aus da, oder? Könnte das ein Ausweg sein? Finden wir es raus. In der rostigen Pampe. Erstmal Kaffee trinken hier. Also Kaffee könnte mir auch nicht schaden gerade. Ich bin so ein bisschen... ein bisschen... unmotiviert, müde. Phlegmatisch. Ich mag gar nichts machen, so wirklich. Ich möchte mir jetzt am liebsten gleich so. Ja. Verdammt. Sollte vielleicht nicht ganz direkt da dastehen. So, komm her. Nein, du. So, und du? Du wirst Kaffee trinken. Den Angriff wird niedergemacht! So. Na komm. Vielleicht zappelt drin wie so ein bekloppter. Jetzt nicht mal. Du sollst den Knopf drücken. Verdammt. Ich glaube, jetzt müsste es wirklich bald die Folge um sein. Deswegen mache ich nach diesem Abschnitt hier einen Cut, wenn er nicht schon hier drin einen Cut macht. Ich merke schon, wir dürfen Kaffee trinken. Ich wünschte, Kaffee hätte auch mal auf mich so eine Funktion. Verdammt. Ausstoß. Ja, wer kennt ihn nicht, den allseits bekannten, allgegenwärtigen Ausstoß? Nö, oder? Na, lief doch bis jetzt so einigermaßen gut. Und jetzt sowas hier. Na, genau. So, drück den Knopf, nicht runterspringen. So. Und er darf wieder eine Arschbombe machen. Super. Hätten wir alles gemacht. Trophäe haben wir auch gewonnen. Seht ihr wahrscheinlich aber nicht, weil es so ein Layer ist für die PS4, keine Ahnung. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Escape Plan. Macht's gut, meine Freunde, bis dahin.